Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pixelmon mit dem Yannick. Hallo. Ich bin immer noch hier jetzt am Buddeln und der Yannick hat sich immer noch verlaufen. Ja, ich versuche hier rauszukommen. Ach, ich sehe schon, verlaufen und hat schon fortschrittliches Handwerk. Ich muss ja eine neue Spitzhacke machen. Meine? Kann ich noch zwei, drei Steinchen mit abbauen? Sollte ich vielleicht mal einen Ofen in der Zeit, also genug Zeug für den Ofen abbauen? Ich hab noch fast keinen Cobblestone mitgenommen. Ja, ich guck mal, ich habe aber keine Ahnung, welches das ist. So, wie viel habe ich jetzt? 17, okay. Könnte vielleicht reichen für den Ofen. So. Entweder ist es wirklich hier oder oben, wo möglicherweise ein Fossil ist. Aber wie gesagt, auch nur möglicherweise. Oh Gott! Oh, hab ich mich erschreckt, ey. Ich hab Dick da angegriffen, der will 19. Ich glaube, das war's für mich. Ein Dick damit, das hätte man sich auch mit Feuerregel Limit anlegen eigentlich. Aber es ist Level 19, ich glaube, ich habe keine Chance. Ja. Das ist nicht glauben, das ist sogar Wissen. Es hat einen Volltreffer gelandet, es war noch super effektiv. Ja, genau. Bolle, bolle. Also hier unten ist schon mal kein Fossil. Ich sehe schon, pass auf, dann finde ich ein Fossil, versuch's mit der Steinspitzhacke abzubauen und es geht kaputt. Das wäre lustig. Ich glaube, da sollte ich mir vorher noch schnell eine Eisenspitzhacke machen. So. Wie komme ich jetzt? Ich will mich jetzt ungern da hochbauen mit meinem bisschen Koppel, was ich hab. Warte mal. Jetzt mache ich mal schnell. Was war's da? Nicht Fossil. Fossil, Fragezeichen. Was ist denn damit schreiben los? So, mach das mal dahin. So, wieso ist denn der jetzt gelb? Egal. Mal gucken, wo du jetzt bist. Dich muss ich da irgendwo hier finden. In der Höhe. Oh, hier geht's noch weiter runter. Ja, ich bin sehr weit unten. Das stimmt schon. Wie, auf welcher Höhe bist du? Ich bin Höhe 32. 28. Ich sehe Licht. Da bist du! Ah, hallo! Komm mal mit. Können wir mal gucken, ob wir da hochkommen? Wo bist denn du hier runtergehüpft? Ach, dort da oben. Ja, ich habe auch noch ein paar. Okay, das heißt, Kies habe ich noch was. 24, damit könnten wir es hochbauen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch vorhin gerade einen Haufen Kies abgebaut. Dort 54. Warte mal, da können wir uns gleich dort drüben hochbauen, wo ich das Fossil vermute. Ja. Und zwar hier. Da, hüpf, hüpf, hüpf. Hier war ein Haufen Gravel. Und da oben soll das Gravel eigentlich sein. Es ist möglich, dass oben vielleicht ein Fossil ist, wenn es noch so ist. Das stimmt. Wenn du dann noch ein bisschen Gravel brauchst, ich hab da ein bisschen was. Das ist mal das Gravel wurde hier. Aber ich hab immer noch keine Schaufel. Hier ist ja nichts. Wo könnte da. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, verwandelt sich denn das Gravel in ein Fossil oder der Stein unten drunter? Das weiß ich auch nicht. Tada. Ich weiß nur, dass man. Kann es sein, dass es hier gerade ein Haufen Gravel ist? Ja, ziemlich viel. Die ganze See. Überall Gravel. Ist überall Gravel. Wahnsinn. So, ich muss mal eben meine Sichtweite ein bisschen. Da ist ein Arktisch-Schrein, da drüben ist auch dann ein Poké-Center, falls du wiederbeleben möchtest. Ja, deswegen, ja. Komm ich dagegen an? Gegen einen Seemops? Gehen wir mal. Los! Aua. Oh, das macht einen stärkeren Tackle als meins. Mach irgendwelche Attacken, die nichts bringen. Genau. Aua, nicht tackeln. Ja, eine Bodenattacke gegen Wasser wird nicht viel bringen, gell? Obwohl, Lehmschelle macht ja auch gleichzeitig Treffsicherheit runter. Richtig. Oh, 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 Mudkip. Mudkip ist gleich down. Mudkip! Ah! Jawohl, daneben. Nee, ich muss treffen. Hä? Hallo? Mudkip! Try to use, but Mist. Warum denn ich?
Nee, Mudkip used Tackle und nichts passiert, oder sehe ich das noch nicht? Du hast keinen Kampf, er hat's besiegt mit Wasser. Mit Oh. Aquaknarre. Oder irgendwas anderem wassertechnischen. Und meins ist ja Wasserboden. Oh. Und ich verhungere gerade. Kampfunfähig, warte mal. Zusammenfassung, apropos. Kampfunfähig, kampfunfähig, kampfunfähig. Attacken, Statuswerte. Initiative ist rot. Wasser, nee, es ist nur Wasser. Okay. Wo ging das jetzt zu? Ich glaube, da auf dem Button. Nee, das war das andere. Das ist der Rename. Ging das nicht dazu? Toll, da ist jetzt NEI im Weg. Da gab es doch den Button zum Ausblenden von NEI. War das nicht O? Oh, so ist es von. Ah, hehe, verarscht. Okay. Siehst du, was ich gerade noch sagen wollte? Falls ihr Vorschläge für irgendwelche Namen für meine Pokémon habt, ich weiß nicht, ob es bei Yannick auch so ist, die können wir nämlich umbenennen. Könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben. Wo kann man die denn umbenennen? Wenn du in deinem Inventar bist, Ja. hast du ja links am Rand das Pokémon. Ja. Da Rechtsklick, Zusammenfassung. Ja. Und da steht links am Rand unter dem Bild in R. Ist da ein ganz kleiner Button R, Ah, neben rechts da, neben den ja. Namen. Ja, ich Da kannst du sehe. es umbenennen. Okay. Genau. Und jetzt baue ich mir einen Ofen und brate meine drei Fische, die ich habe. Die machen mich zwar nicht satt, aber bringen mir schon mal ein bisschen Essen wieder. Oh, hier ist noch Licht aus. Ganz schön dunkel hier. Ach, die Lampen sind wieder nicht an. Da fehlen wieder die Redstone-Fackeln unten drunter. Das passiert irgendwie öfters bei gespawnten Pokémon Center. Bing! Die Mikrowelle ist außerdem das Heilen der Pokémon. Was wollte ich gerade machen? Genau, einen Ofen bauen. Ja, das wäre super. Nee, da drin nicht. Dazu brauche ich eine neue Box. Die Box haben wir irgendwo stehen lassen, ne? Ja. Brauchst du eine oder soll Hab ich? schon, hab schon, hab schon. Zack, jetzt machen wir noch einen Ofen. Du hast auch noch Fisch, gell? Ich habe auch nur Fische, ja. Zack, da. Tust du die mit da rein? Da, so. Da müssen wir nur noch ein paar Dings bauen. Ein paar Kabardos besiegen irgendwo. Mach hier schon mal ein bisschen Eisen mit rein in den oberen Ofen. Jawohl, kann ich auch mit. Und noch ein bisschen Kohle, da haben wir schon einen ganzen Stack Kohle drin. Brauchen wir zu. Oh, die sieht ja lustig aus, der gebratene Fisch in meinem Dexter Pack. Hoffe. So, das da. Hup. So. Baitmaschine. Ja, tauschen geht natürlich auch über die Trade Machine, weil es gibt ja Pokémon, die sich nur beim Tauschen entwickeln. Richtig. Wieder kurz. Ich hab ab und zu, weißt du, es läuft alles flüssig und manchmal hängt's kurz. Ne, bei mir auch, da habe ich Standbild. Ja, für eine Sekunde und dann geht's wieder. Irgendwie sehr merkwürdig. So, wo waren denn unsere Kapados hier? Kann das sein, dass es immer kurz bevor Musik spielt ist? Weil jetzt spielt gerade Musik. Kann natürlich sein. Oh, Carpador, wo seid ihr? Wir haben euch doch vorhin hier irgendwo geschlachtet. Vielleicht lässt ja ein Quiekel irgendwas Schönes fallen, was man essen kann. Schweinefleisch. Zum Beispiel. Er ist Level 19, das probiere ich jetzt nicht. Level 32, okay. Tschüss. Nein, 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 hau ab, hau ab. Ich hab nie nichts getan. 16. Du hast Feuer, Mensch. Du müsstest doch schon eine Feuerattacke haben. Nein, ich kann Rauchwolke, habe ich erlernt. Und Hecke. Blöd, ne? Oh, jetzt kämpfen die Quiekels gegeneinander. Ja, genau, das 32er gewinnt natürlich. War ja klar. So ein Yugong oder Yurop. Ich hatte hier vorhin Level 6er Voltilang gesehen, das wollte ich eigentlich nochmal. Robbenfleisch. Das schmeckt. So ein bisschen Robbenfleisch. Oh, ne, ist alles zugefroren. Ne, doch ne. Unsere Dings wird von einem Quiekel belagert. Auch für Level 15, Mann. Das müsstest du da schaffen, 15. Mit Level Klar. 7? Nicht. Also irgendwas stimmt daneben. Mit konnte nicht
konnte nicht entkommen. Da gibt es eine Fehlermeldung im Kampf. Da gibt es wahrscheinlich noch einen Fehler zurzeit. Ah, hier ist die andere Crafting-Box. Ich wollte gerade sagen, da oben läuft ein Trainer, aber das warst du. Aber als ist es auch ein Trainer, aber es gibt auch, ich nenne sie mal, in Anführungsstrichen wilde Trainer, also NPCs, gegen die man kämpfen kann. Quiekel. Da hinten leuchtet es irgendwie. Ja, das sehe ich auch geil. Ach, daneben gehüpft. Ein Goldini! Oh, hier ist es offen. Hier ist noch nicht alles gefroren. Aber hier sind keine Carpadors. Ne, hier ist Gold King. Doch, da unten Carpador. Gegen Level 14. Ah, oh, perfekt. Unten. Perfekt, Level 14. Lecker. Bitte warten. Pixelmon Move Effect Splash. Da fehlt noch der Text. Die deutsche Übersetzung ist noch nicht ganz so gut an manchen Stellen. Fehlt noch was. Aber es wird nach und nach immer besser. Pixelmon befindet sich auch noch voll in der Entwicklung, also von daher. Hier sind so viele Carpadors. Jetzt ist übelst was los, man hört es auch die ganze Zeit. Und wieder drei rohe Fisch. Jetzt habe ich einen Level 18er getroffen. Level up! Bam! Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Welches Level bist du? 18? Nein! Scheiße. Ich mache mal Nebenschelle. Aber es macht trotzdem Platscher. So, ich habe jetzt hier Level 11 entdeckt. Den getroffen war nicht. Ja, entdeckt ist so eine Sache, ne? Ja. Aber ich sag mal so, die. Na? Das Schneegebiet ist verdammt groß. Wir wollen uns wieder zwei. Und ich habe Water Gun. Yeah, Aquaknarre. Ja, ich bin jetzt Level 9, aber hab immer noch keine Attacke. Obwohl man es relativ schwer sieht, ein bisschen komisch ist es noch mit dem Modpack. Oder mit der Schrift in dem Modpack. Passt nicht ganz so. Oh, das arme Goldini da oben. Das liegt da oben drauf, komm, geh wieder rein. Geh ins Wasser. So, wir wollen ja keine Unmenschen sein. Nicht? Na. Alter, wie viele Viecher da unten unter dem Eis sind. Einfach mal auf gut Glück reinwerfen und hoffen. Ah, Level 16, Mist. Level 9, ja. Ich hab eins getroffen. Level 9 ist ja jetzt schon blöd, ist ja schon wieder zu low. Oh, für mich ist er gerade noch richtig. Jetzt bin ich schon Level 11. Ja, ich hab Glut erlernt. Endlich! Bringt ja auch nichts gegen Carvador. Aber hier sind doch Eis-Pokémon, die kann ich doch verbrennen. Ja. Level 12, yeah. Carvador Level 15, nehme ich. Oh, ich bin ja fast down, scheiße. Macht Aro-Knarre viel Schaden? Nö. Oh, jetzt habe ich Level 18 erwischt hier. Oh, jetzt wird's eng. Danke. Los, halt durch. Jawohl. Und wieder zwei rohe Fisch. Ich habe jetzt 10 rohe Fisch. Ich gehe mal weiter brutzeln. Gibst du mir deine oder? Ich komme gleich mit. Ich komme gleich mit. Okay. Ich hoffe, ich gewinne gegen dieses Kabad Level 18. Weil es macht nur Platscher. Nein, nein, jetzt ich bin schon rot. Oh, ich sehe es. Nein! Das Kabad. Muss ich eh nach Hause hier ins Pokercenter. Ja, meins ist auch schon. Ich habe noch ganze 2 von 37 HP. So, und dann können wir wieder Fische brutzeln ohne Ende. Ich habe das noch nicht mal markiert, das Pokécenter. Also, wenn wir mal weiter weggehen, finde ich ja nicht mehr zurück. Müssen wir dann unser Zeug mitnehmen, wenn wir weiterziehen. Ja, auf jeden Fall. Ich markiere das jetzt erstmal gleich. Die Frage ist, wie... Aber warte mal, vielleicht muss ich mal gucken, die Einstellung, weil ich sehe immer noch das S vom Spawn. Ich sehe auch immer noch das A von Arctos. Ja, Arctos 1 und Arctos 2 habe ich schon. Da drüben ist ja nochmal Arctos zum Schreien. Oh, Quiekel. Ja. Mich können sie nicht mehr angreifen, ich bin tot. Stimmt. Kampfunfähig, ja? Ach ja. Ich tot. Wär blöd. So, Fische da rein. Nehmen wir mal ein paar Fische raus. Lecker Steckerlfisch.
Jawohl. Wieso kriegst du dann Erfolg? Ich weiß es nicht. Tja. Ding, ding, immer diese Mikrowellengedingse. Jawohl, 44 Eisen haben wir schon. Sehr schön. Ach so, ich weiß vielleicht warum. Ich nehme immer bloß die Hälfte raus. Ob das irgendwas damit zu tun hat, ist ja möglich. Kann sein. So, aber so, wir müssen unbedingt an irgendeinem Pokercenter. Was? Oh, die, wo ich letztens geschaut habe, die hatten auch Glück. Die haben ein Dorf gefunden, wo direkt ein Pokercenter dran war. Alter, das ist nicht schlecht. Das war einfach nur sehr geil. Dort kannst du dann eigentlich richtig geil bauen. Du hast ein Dorf, wo du das mit einbeziehen kannst und ein Dings. Warte mal, jetzt nehmen wir das mal schnell. Pokécenter 1. Mal sehen, wie oft wir Pokécenter finden. Wollen wir vielleicht irgendwo ein Feld schon mal machen mit unseren Samen hier, die wir gesammelt haben? Ich weiß gar nicht, wachsen die gut in so einem Gebiet? Ich weiß es nicht. Das ist nicht eigentlich egal. Keine Ahnung. Hauptsache, die sind irgendwie im Wasser. So, warte mal. Ne, am Wasser muss es auch nicht unbedingt sein. Das wächst normalerweise auch so. Aber da bräuchte man einen Eimer. Machst du mal einen Eimer aus Eisen? Dann lege ich mal, das machen wir dann gleich hier direkt am Pokécenter. Irgendwie. Ja, ich mach mal einen Eimer. Zack. So. Machen wir direkt hier in der Ecke. Ich hoffe nur, hier rennt keine Pokémon drüber und machen alles kaputt. Ich hol mal Wasser. So, das geht schon weg. Stimmt. Dann machen wir hier irgendwo hin. Ja, ich hab ein Quiekel erstmal herausgefordert jetzt. Du ein Quiekel oder ein Quiekel dich? Ich hab ein Quiekel. Ist Level 12 und ich bin Level 10. Läuft. Die mit Glut die Hälfte der Leben ab. Ja. Dann kannst du jetzt übelst geil leveln. Ja. Ich hab Porkchop bekommen hier. Schweinefleisch. Jetzt ohne Mist? Ja. Jawohl. Du bist ab sofort Nahrungslieferant. Sehr schön. Hast du einen Eimer jetzt mit Wasser? Hab ich auch. Da ist ein Loch. Jawohl. So. So. Ich hab auch noch irgendwo. Da vorne sind sie. Was hast denn du da noch eingepflanzt? Oder ist das. Ach, das ist einfach nur nass geworden. Alles. So. Perfekt. Passt. So, jetzt muss es nur noch. Das mit der Sonne ist irgendwie merkwürdig. So. Toll, jetzt kann der übelst gut trainieren hier. Natürlich, wenn ich jetzt nicht sterbe. Was ich natürlich bin. Weil der kann auch irgendwie eine Bodenattacke, was sehr effektiv ist gegen meinen. Ja, weil die sind Eisboden. Ja, scheiße. Das ist so geil, man kann so ein geiles Bodenteam zusammenstellen. Es gibt so geile Kombinationen. Hier Eisboden, es gibt Geistboden, das ist hier so ein komischer Golem da. Lepumentas, ne? Wie heißt der? Das ist wirklich so ein riesiger Golem-Gedöns. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, Gigantis? Ja, der ist, stimmt, der ist auch Eis. Geist auch Boden. Es gibt so geile Boden. Feuerboden ist hier dieses legendäre Garudon. Ja, Garudon. Oder Garudon, irgendwie so. Da kannst du ein übelst geiles Bodenteam zusammenstellen. Das hatte ich mal auf, wo ich das erste Mal Pixelmon gespielt haben, haben wir uns alle eine Arena rausgesucht und ich habe mir Boden genommen und hatte dann so ein Team, weißt? Das war voll fies. Kannst ja auch hier Wasserboden, da bist du schon immun. Ja, Wasserboden habe ich ja hier, da. Immun gegen Elektroattacken. Da hier, Wasserboden. Der Enddings hier ist Wasserbodentyp. So. Nicht aber schlecht. Diesmal, wir sind kurz vor 20 Minuten, diesmal überziehen wir nicht. Nee, wie niemals. Niemals. Es entwickelt sich, warte. Was? Wo? Ich seh's nicht. Er steht genau neben mir bei mir. Bin ich? Zeigen. Igelava. Oder? Ja, ne? Jetzt. Igelava. Zeigen.
Da ist es. Ja. Läuft bei dir. Bei mir dauert es noch. Ich habe immer noch einmal. Also, oh, scheiße. Ach, Kämpfe gegen Trainer kann man natürlich auch machen, indem man einfach sein Pokémon aufs andere schmeißt. Genau. Okay. Dann sagen wir hier vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir würden uns über Feedback freuen und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.